Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Live mit Motality. Heute ein kürzeres Video, da ich ja auf der Gamescom bin. Und ab heute gibt es den VK7501K im Shop. Denke ich zumindest. Das Video wurde natürlich vorher aufgenommen, aber der VK ist nun auf jeden Fall nicht mehr unter NDA. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass er jetzt zur Gamescom hier verkauft wird. Ja, der gute VK, Stufe 8 Premium der Deutschen. Und das Ding ist der Hammer. Der macht echt Spaß. Ist ein bisschen der kleine Bruder vom anderen VK auf Stufe 9 der Deutschen, den wir ja lange Zeit hier schon im Spiel haben. Wo ist er? Da. Den VK4502 Ausführung B. Und er sieht ganz, ganz ähnlich aus, hat allerdings einen runden Turm. Und ja, die Panzerungswerte sind ganz ähnlich zum Mauerbrecher. Wir haben eine 9er Kanone drauf, 128er Kaliber. Ne? Die kennen wir von zum Beispiel Jagdpanzer 2 oder vom Ferdinand oder halt ne, von ähnlichen Größen. 226 Pen, 490 Durchschnittsschaden, absolut geile Kanone. 0,39 Streuung ist nicht ganz so präzise, 2,7 Sekunden Einzelzeit für ein Heavy ist schon hart an der Grenze zu, naja, okay und nicht okay. Wenn wir uns den mal angucken, Turm hinten, es funktioniert also, dass man ein bisschen mit ihm sidescrapen kann, aber Vorsicht! Der hat hier einen ganz kleinen Weak Spot auf der Seite. Natürlich hier oben noch die Kommandantenkuppel. Und die Bäckchen sind auch ein bisschen gefährdet, vor allen Dingen, wenn es gegen Goldheat geht oder gegen Zehner. Der Rest der Panzerung kann sich durchaus sehen lassen. Und wir können ihn ja mal ganz kurz hier vergleichen mit dem Mauerbrecher. Und zwar haben wir hier mittleren Schaden 490, also ein bisschen mehr als der Mauerbrecher, 226 Pen, mehr als der Mauerbrecher. Wir haben ein bisschen weniger Nachladezeit, was darin auch resultiert, dass wir ein bisschen weniger DPM haben als der Mauerbrecher. So, die Streuung kann man drücken auf 0,37, ist also auch sogar ein Tick präziser, fühlt sich allerdings nicht ganz so an. Ich finde den Mauerbrecher ein Tick präziser im Spiel selbst. Leider nur 5 Grad Gun Depression, das ist das größte Manko, was der hier hat. Und von der Panzerung her 180 mm Wandpanzerung frontal. Untere Wanne ist nicht ganz so stark gepanzert, aber auch da kann mal was bouncen. Turmpanzerung 250 mm, nicht überall, aber zumindest an den Bäckchen. Und das heißt, da wird schon Gold geladen werden, um da durchzukommen. Wir haben ansonsten ein sehr gutes Leistungsgewicht PS pro Tonne, denn der ist gar nicht so schwer. Der wiegt nur 75 Tonnen im Gegensatz zu fast 170 Tonnen und dementsprechend sind wir auch ein bisschen mobiler als der Mauerbrecher. 30 km/h Höchstgeschwindigkeit reicht auf jeden Fall aus für einen großen, schweren deutschen Heavy. Ansonsten, Tarnung brauchen wir uns nicht unbedingt ansehen, ist halt ein Heavy und der geht auf. Und die Sichtweite ist nicht sonderlich gut im Gegensatz zum Mauerbrecher. Beide haben hier dieselben Einbauten drin. Und zwar haben wir hier Lüftung, Ansetzer und Stabi. So, ich würde sagen, wir springen mal rein. Wir haben den ja schon mal in einem Video vorgestellt und nun gucken wir uns den halt nochmal an, wie er sich gerade jetzt fährt. Viel Spaß. So, unsere Runde hier heute auf Minsk. Da bin ich ja mal gespannt, was wir hier machen können. Und wir gucken mal, ob der hier tatsächlich im Head-to-Head-Fight, also direkt vor dem Gegner her bestehen kann mit seiner Panzerung, Sidescrapen und so weiter. Und ob die Kanone auch ansatzweise irgendetwas trifft. Wir werden sehen, was ich hier für RNG ins Match führe. Es kann natürlich abweichen, ein bisschen. Je nachdem, was ihr gerade für einen Glückszustand bei World of Tanks erreicht habt. Manche haben halt Glück und da trifft echt alles. Manche haben kein Glück und da trifft nichts. Das kennen wir alles. Na, also mal alles mit Vorsicht zu genießen hier, was ihr seht. Okay. Aber ein hier schönes. Bisher noch nichts. Meine Sichtweite ist nicht die höchste. Gleich zur Säule vor. Ja. Rechts haben wir einen EBR. Der kann uns penetrieren tatsächlich an der Seite. Weil die Seite ist halt der große Schwachpunkt, ne? Schade. So, interessant, dass er auf dich schießt, nicht auf mich, obwohl ich neu und glänze. Oh, schöner Treffer. Ich habe natürlich den Turm getroffen oder sowas. Das war ja klar. Aber es ist schön, dass wir mit dem Löwen mithalten können hier. Wir bilden quasi eine wunderschöne Symbiose aus deutschem Stahl und Mausgrau. Großartig. So, oh, jetzt haben wir da einen E25. Das ist nicht so schön. Mal IS-3. Oh.
wo wir gerade bei Glück wären. So, den hätten wir. Oh. 430, okay. Das geht höher, wir haben es eben gesehen. Au. Der hat uns gerade im Frontal durchschlagen, interessant. Das sieht man nicht sehr oft. Wir nicht. Und jetzt kam er durch. Ja. Er kommt hier durch. Ne? Hier durch die frontale Achse. Da muss man aufpassen. Und ich muss beim Sidescrapen jetzt hier ein bisschen rangieren. Oder auch nicht. So, wie viele Panzer hast du noch? Genug. So, sehr gut. Ist klar, King Tiger. So, was machen wir denn? Eigentlich müssten wir wieder zurückfahren, ne? Oder wollen wir Captain von da aus schießen? Ja, können wir natürlich auch mal. Wo ist der Leo? Da unten, okay. Ich liebe diese Kanone. Ich liebe sie. Oh! Oh! Ich werde von einem Skorpion von rechts beschossen. Der steht hier. Vorsicht. Bringen wir mal ein bisschen was zwischen uns und den Skorpionen. Aber da, die Su. Kann ich beide noch nicht beschießen? Oh, komm schon. Wo ist euer Leo hier? Das ist blöd, wenn man nichts sieht. Wo steht der? Da hinten. Okay. So, haben wir einen E25. 6 Sekunden noch. Dann ist er tot, okay. Jetzt hätte ich gerne einen Schuss auf den Skorpion. Also wirklich, wirklich, wirklich gerne. Komm schon. Auf den Skorpion. Mach mir den auf. Mach mir den auf. Komm. Dann halt nicht. So, haben wir ein bisschen Deckung vor dem Skorpion? Ja, hier vorne. So, wir sind auf. Hier müsste man ein bisschen Deckung haben. Da rennt Nudes. Ja, aber da komme ich nicht drauf. Ist ein Hügel dazwischen. So viel zur Deckung. Der echt durchkam, ne? So. Müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst haben wir nur noch 235 Hitpoints. Wäre so viel einfacher gewesen, wenn wir ein bisschen mehr Licht gehabt hätten, aber gut. Aber gut. Da kommt Mr. Udes. Hügel über Hügel. Ja, die Karte wird übrigens demnächst auch verändert. Ist auf dem Supertest derzeit. Ob das nun ankommt bei uns, ist natürlich immer die Frage. Aber theoretisch wird sie verändert. Und tschüss. Ach, diese Kanone. Großartig. So, Mr. Udes. Gibt's doch nicht. Bleib hier. Bleib hier. Ich will hier eigentlich nicht alleine rum. Nachher kommen die auf die Idee, mich zu rommeln. Dann bin ich ganz schnell Futter für die Fische. Aber solange ich hinter der Su bin... Ne, bin ich nicht. Oh wow, keine Ahnung, wo der Schuss hinging. Aber er ist gebounced, das heißt, er ist tot. Sofern jetzt noch irgendjemand drauf schießt. Komm schon, irgendwer. 2 HP. Ramming Speed! Mist. Mist, da kam ich zu spät auf die Idee. Ausgerechnet ich, Mr. Ramming Speed. Ah, das ist bitter. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Victory, Sieg, 86.000 Credits konnten wir mit nach Hause nehmen. Oh, das war jetzt die erste Runde, die ich heute einfach mal gefahren bin. 2488 Schaden. Haben ein bisschen viel riskiert. Ne? Normalerweise würde ich mit dem Fahrzeug jetzt nicht so viel riskieren. Ich wollte aber jetzt einfach mal gucken, ob die Panzerung auch ein bisschen was standhält. Also untere Wanne ist natürlich nach wie vor echt gefährlich mit dem. Ne? Das gilt aber für fast alle deutschen Fahrzeuge. 64.000 davon können wir mit nach Hause nehmen. Ist nicht der beste Premium, ist aber okay.
Na, ihr seht, Munition ist ziemlich teuer. Fahrzeugreparatur ist okay, aber insgesamt gibt es da draußen bessere Premiums. Gut, Runde Nummer 2. So, Runde Nummer 2. Oh, wir sind Top-Tier, habe ich gar nicht gesehen. Aber wir haben Defender als Gegner. Das könnte interessant werden. Bin ja mal gespannt. So, wir fahren ausnahmsweise mal in die Stadt, weil mit 5 Grad Gunnipischen und unserer Größe sind wir da unten einfach nur ein Arti-Opfer. Deswegen fahren wir in die Stadt. Mal gucken, was wir da so Schönes machen können. Wie lange hast du Reload? Ich habe 14,6 Sekunden Reload. Ist ein bisschen mehr als dein Reload. Aber dafür mache ich auch ein Drittel mehr Schaden. Wenn ich treffe. Eigentlich immer komisch, dass eigentlich die deutschen Fahrzeuge so einen extrem langen Reload haben, im Gegensatz zu den Russen. Naja, darf nicht vergessen, ich mache auch ein bisschen mehr Schaden als so ein Russe. Oh ja, so ein Defender macht er nicht weniger. Der hat 440, ne? Defender. Mhm. Ich mach mehr. Und der hat wie lange Reload? 12 Sekunden? Also, ist jetzt nicht so viel anders. Ja, aber ich habe jetzt hier den Löwen mit Ration, ohne Ration auf 9,9 Sekunden. Aha. Und 9,9 ist aber schon IS-Niveau, ne? Also hier dieses ISM-Ding. Ja, und dafür machst du halt, das sind deine Kellen halt alles andere als groß. So, da kommt Mr. Defender. Aber ist denn nur der erste? Wo ist der zweite? Ganz hinten. Baum gefallen. Ich sehe halt nichts. Ah, Defender hat es versucht. Ist gebounced. Blöd, dass ich den nicht sehe. Meine Sichtweite ist halt echt arg bescheiden. 388 Meter. Und da ist noch so ein blöder Busch im Weg. Aber jetzt haben wir mal gesehen. 439. Das war ein Low Roll. KV3, fahr doch vor. Ich tu dir schon nicht weh. Nur ein, zweimal. Kurzes Vergnügen und dann. So. Wir könnten jetzt natürlich hier ein bisschen offensiver hantieren, aber dahinter steht bestimmt. Obwohl, so viele TDs sind da gar nicht. Komm. P25-2 wird nämlich gerade behakt. Lass uns das ein bisschen offensiver gestalten. Zusammen mit dem KV5 hier mal auf den Defender drauf. Na, Defender, lass mich, lass mich schießen. Ah, ne, steht hinter den Häusern, okay. So, Mr. KV3 dürfte gleich rausgehen. Aber ich will viel lieber den Defender. Ah, die hat es einmal versucht auf mich. Defender kommt nah ran. Und 7 Sekunden noch, dann können wir wieder schießen. Du warst die. Junge, hat der ein Glück. Der dafür nicht. 488, auch ein Low-Roll. Wow. Ich habe gerade nur Low-Rolls. Was ist, wenn dann erstmal einer Glück hat und nur High-Rolls verteilt? Was macht die Karre dann mit den Gegnern? Das war mal ein guter Roll. 544. 7, 6, 5, 4, 3, oh, machen wir jetzt Nummer sicher. Und kaum ein Kratzer. Gut, die Fender haben es auch nicht wirklich drauf angelegt. Die haben uns irgendwie ignoriert, als wären wir nicht da. Interessant. Habe ich auch nicht oft. Süß finde ich auch da oben das Schild. Nach Berlin. Arti, jetzt stirbst du. Nur der Schnaps ist weg. Da stand auch mal Schnaps drauf. So. Meinst du, die kriegst die Arti noch? Der Amix ist schon drin und hat Spaß. Also. Ja. Guter Schuss. Ja, schöner Panzer. Gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ist halt immer ein Wagnis, ne? Weil World of Warcraft, World of Tanks. Wow.
Klassik macht mich irgendwie gerade kirre. World of Tanks ist ja derzeit nicht unbedingt sehr heavy-freundlich, muss man dazu sagen. Na, natürlich, es gibt ein paar Ausnahmen, aber mit Medium oder mit dem Light hat man im Moment am meisten Spaß. Deswegen ist es immer ein Wagnis, auf einen Heavy zu setzen, gerade in Premium-Sache. Aber ich sag's mal so, der hier wird der Sache Heavy, zumindest im 8er und 9er Gefechten, durchaus gerecht. Ne? Also 10er Kanonen mit Heat oder APCR, Goldmunition, hauen euch auch so durch. Da könnt ihr anwinkeln, wie ihr wollt. Manchmal bounce was, oftmals geht's durch. Aber alles darunter ist halt halbwegs freiwild. Und macht unheimlich viel Spaß mit dem. Und ich mag ihn sehr. Also von mir aus durchaus eine Empfehlung für Heavy-Fahrer und gerade diejenigen, die ein bisschen ausgehungert sind, wenn es darum geht, deutsche Heavys zu fahren. Aber auch hier wieder, ne, Credits macht der gut, aber nicht sehr gut. Da hatten wir schon bessere. Gut, das war's dann auch erstmal für heute mit dem VK7501K. Es gibt übrigens auf dem Kanal noch ein zweites Video dazu. Macht's gut, bis bald, euer Mo. Tschüss. Tschüss. Auch im August 2019 gibt es wieder richtig coole Leute, gerade aus der Herde. Die Herde hat extrem viele davon. Niki87, das Eisenschwein 2, Crazy Viper und Crazy Viper sind die Hüter der Herde für den August 2019. Crazy Viper hat einfach zweimal gespendet. Dankeschön. Betreuer der Herde ist und bleibt der liebe Erl. Auch an dich. Dankeschön. Und kleinen Dank nochmal an Ninari und Trollloll für kleinere Beträge. Wenn ihr könnt oder wollt, könnt ihr mich auch auf tippi.com/motility unterstützen. Ich freue mich über jeden von euch. Dankeschön.